Hallo und willkommen zu einem Capstone-Video zum Thema Statistik. Hier in diesem Video möchte ich mit euch ein Beispiel zum Thema Diagramme durchgehen. Vielleicht lest ihr euch diese Angabe mal kurz durch. In diesem Beispiel haben wir das Ergebnis einer Umfrage in Form eines Kreisdiagramms gegeben. Jetzt geht es darum, ein bisschen Näheres zu diesem Kreisdiagramm zu erfahren. In der ersten Frage ist der Winkel hier gegeben der Personen, die in Kategorie 1 eingestuft worden sind. Es wurden in dieser Umfrage Personen befragt und wurden in eine von diesen Kategorien eingeteilt. Und wir haben hier einen Zentrewinkel von 32 Grad und wir sollen daraus berechnen, wie viel Prozent dieser befragten Personen in die Kategorie 1 eingestuft worden sind. Das heißt, wir nehmen einmal diese Information 72 Grad. Und wir wissen, der gesamte Kreis hat 360 Grad. Das heißt, wir sollen uns diesen Zusammenhang in Prozent umrechnen und rechnen dafür unsere 72 Grad gebrochen durch die Gesamtanzahl, die 360 Grad. Und wir wollen den Prozentsatz wissen. Das heißt, mal 100. Wenn wir jetzt geschickt rechnen wollen, dann sehen wir, dass die 72 ist 2 mal 36. Dann haben wir hier mal den 100. Und die 360 können wir uns aufschreiben als 10 mal 36. Jetzt können wir wieder hervorragend kürzen. 36 können wir hier kürzen. Wir können hier auch 10 kürzen und dann erhalten wir 20%. Die Prozent deswegen, weil wir hier mal 100 gerechnet haben, wegen der prozentuellen Häufigkeit. Ich schreibe noch die Formel dazu. Wir haben hier die absolute Häufigkeit, das sind die 72 Grad, durch die Gesamtanzahl, das sind die 360 Grad. Mal 100. Dann haben wir die prozentuelle Häufigkeit. Das heißt, wir haben uns hier ausgerechnet, wie viel Prozent diese 72 Grad bedeuten. Das heißt, wir wissen jetzt, 20% aller Befragten wurden in die Kategorie 1 eingestuft. Die zweite Frage ist ein bisschen anders. Wir haben hier den Prozentsatz gegeben und sollen uns praktisch die Winkelgröße ausrechnen. Wir wissen jetzt, 20% sind 72 Grad und wir wollen wissen, wie viel Grad wir als Zentrewinkel erreichen, wenn wir 30% haben. Das heißt hier, das war jetzt die Frage 1, wenn wir hier jetzt zur Frage 2 gehen, dann wollen wir wissen, wie wir die 30% umrechnen in einen Winkel, in einen Zentrewinkel. Wir wissen, 20% vom vorigen Beispiel sind entsprechen 72 Grad. Die Hälfte davon sind jetzt 10%. Da haben wir 36 Grad. Wenn wir die beiden zusammenrechnen, die 20 und die 10, dann erreichen wir hier 108 Grad. Das heißt, wir haben hier insgesamt entsprechend 30% hier den 108 Grad. Jetzt wollen wir wissen, welcher dieser Kategorien das entspricht. Wir können jetzt einfach unser Geodreieck messen, nehmen und abmessen, die drei verschiedenen Zentrewinkel abmessen. Und wir werden sehen, dass wir hier in der Kategorie 4 landen. Wir können uns das aber auch geschickt überlegen, weil wir sehen hier zum Beispiel,
dass wir einerseits bei der Kategorie 1 die 20% haben. Und wenn wir jetzt die 30% dazu addieren, die wir herausbekommen haben, plus den 30%, dann erreichen wir 50%. Das entspricht einem Halbkreis. Wenn wir uns jetzt das anschauen, dann sehen wir hier, dass wir hier die 20% haben. Wenn wir die Kategorie 4 dazugeben, erreichen wir einen Halbkreis. Das heißt, hier bei der Kategorie 4 könnten wir uns hier dazu schreiben, 30%. Zusammen ergeben die einen Halbkreis. Gut, als nächste Frage steht, wir sollen dieses Kreisdiagramm in Form eines anderen Diagramms darstellen, und zwar in Form eines Prozentstreifens. Dazu nehmen wir einfach ein Lineal. Ich mache das hier jetzt nur so ungefähr. Ihr macht das bitte mit dem Lineal ganz genau. Wir messen hier genau ab und nehmen hier 10 cm. Das ist jetzt für die Frage 3. Dann haben wir hier 10 cm insgesamt. Wir nehmen parallel dazu die gleiche Strecke. Ja, auch wieder die 10 cm. Und hier haben wir unsere 10 cm, diese Länge entsprechen insgesamt. Alles zusammen entspricht 100%. Jetzt wissen wir, dass die Kategorie 1 20% entspricht. Wir nehmen von diesen 10 cm 2 cm, machen hier praktisch einen Strich und haben hier die Kategorie 1 eingezeichnet. Ebenso gehen wir vor bei Kategorie 2, 3 und 4. Hier wissen wir den Prozentsatz schon. Hier müssen wir bei den beiden das Geodreieck nehmen, uns den entsprechenden Winkel hier praktisch abmessen, diesen Winkel abmessen im Geodreieck, umrechnen in den Prozentsatz, wie wir es vorher gemacht haben, und können dann nachher die Zentimeteranzahl hier einzeichnen. Ja, also so viel zu diesem Beispiel und bis bald.